wollte wissen, welche ihn am liebsten habe. Er ließ sie kommen und fragte sie. Die Älteste sagte, sie habe ihn lieber als das ganze Königreich. Die Zweite als alle Perlen und Edelsteine der ganzen Welt. Die Dritte aber sagte, sie habe ihn lieber als das Salz. Das Salz. Der König war aufgebracht. Wie konnte seine Tochter ihre Liebe zu ihm mit solch einer geringen Sache vergleichen? Er war zornig. Und sein Zorn wuchs, und im größten Zorn rief er einen Diener und befahl, sie in den Wald zu führen und zu töten. Im Wald angekommen, bat die Prinzessin den Diener um ihr Leben. Er war ihr ein treuer Diener und nie hätte er sie töten können. Und er sagte auch, er wolle weiter mit ihr gehen und ihr dienen. Doch die Prinzessin verlangte nichts, nur ein Kleid aus Mausehaut. Er holte es ihr, sie wickelte sich hinein und ging fort. Sie ging direkt an den Hof eines benachbarten Königs, gab sich als Mann aus und bat den König, sie einzustellen. Der König stimmte zu und so wurde sie sein Diener. Abends musste sie ihm die Stiefel ausziehen. Die warf er ihr allemal an den Kopf. Einmal wollte er wissen, von wo sie kommt. Sie antwortete, aus dem Land, wo man den Leuten nicht die Stiefel um die Ohren wirft. Da wurde er aufmerksam. Später einmal brachten andere Diener ihm einen Ring, den Mausehaut verloren haben sollte. Dieser Ring war sehr kostbar. Konnte nur gestohlen sein. Der König ließ Mausehaut kommen und fragte, woher dieser Ring sei. Da konnte sich Mausehaut nicht länger verstecken. Sie wickelte sich von der Mausehaut los und ihr goldenes Haar quoll hervor und sie stieg hinaus. So schön. Aber auch so schön, dass der König sofort seine Krone abnahm, ihr aufsetzte, sie sollte seine Gemahlin werden. Zur Hochzeit wurde auch der Vater von Mausehaut eingeladen. Der glaubte, seine Tochter sei lange tot und er erkannte sie nicht mal. Beim Festmahl waren alle Speisen, die man ihm reichte, ungesalzen. Oh, er wurde böse. Und er sagte, er wolle lieber sterben, als solch eine Speise essen. Als er das gesagt hatte, antwortete die junge Königin, nun wollt ihr nicht leben ohne Salz. Und doch habt ihr mich einmal wollen töten lassen, weil ich sagte, ich habe euch lieber als das Salz. Da erkannte er seine Tochter, nahm sie in den Arm und bat sie um Verzeihung. Denn es war ihm lieber als das ganze Königreich, als alle Perlen und Edelsteine der ganzen Welt, dass er sie wiedergefunden hatte.